über 5000 verschiedene Biersorten in Deutschland und haben ein richtig tolles, umfangreiches Programm heute Abend. Schön Praxis, schön Theorie. Wir werden ein bisschen was über die Biergeschichte, Bierhistorie, natürlich auch über die Distelhäuser Brauerei hören. Rohstoffe ist ein großes Thema, ein Schwerpunkt, was wir erfahren. Woraus kann man Bier machen und wie kann man so die tolle Vielfalt der Biere herstellen? Und nachher geht es dann auch in die Praxis. Wir schauen uns die Brauerei an, wir werden Bierverköstigungen durchführen und wir werden auch so ein bisschen die Sprache des Bieres lernen. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier in der Distelhäuser Brauerei und habe in der Brauwerkstatt einen Braukurs belegt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich in der Zwischenzeit zum Hobbybrauer mutiert bin und will natürlich mein Wissen. Ich habe ja keine Ausbildung, ich bin Kaufmann, was das Bierbrauen angeht, fundiert, vertiefen. Und da hoffe ich, dass ich das eine oder andere mitnehmen kann für meine weiteren Experimente. Anschließend nach dem Bachelor den Bierdoktor, dann noch den Bierprofessor und die Prüfung, die es gibt, dann heute Abend oder heute Spätnachmittag, die muss man schon bestehen, damit man dann sich für die nächsten Module anmelden kann. Ich kenne dieses Bier und diese Brauerei ja nun schon seit vielen Jahren, aber ich wollte auch mal kennenlernen diesen anspruchsvollen Veredelungsprozess. Wir beschränken uns ja normalerweise darauf zu sagen, das ist eine tolle Brauerei, das ist ein tolles Bier, das schmeckt, das ist ein regionales Produkt. Aber was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass diese Brauerei erfolgreich und gut ist? Und das wurde exzellent vermittelt. Brauereiwesen ist eine Wissenschaft für sich, da muss man tief einsteigen, um überhaupt mitreden zu können. Gelernt. Man war an der Praxis dran und man hat Eindrücke gewonnen, die man nicht vergessen wird. Auch dann das Tasting, fantastisch. Für mich war es ein ganz, ganz toller Kurs.